Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Müde, kaputt, aber ermutigt. Ja, gestern konnte ich keinen Impuls mehr schicken. Wir haben auch ziemlich viele Dinge gestern ja hochgeladen auf den verschiedenen Kanälen. Von daher ja, war ich gestern nach der Motorradwallfahrt einfach zu erschöpft, um nochmal einen extra Impuls zu senden. Ja, heute geht's wieder, aber natürlich ist in meinem Kopf noch voll die Motorradwallfahrt, das Ereignis gestern, das hier ja stattgefunden hat und das so ein großes Echo gefunden hat. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön ja, an alle, die das auch möglich gemacht haben, unsere Helferinnen und Helfer, die Klausener Feuerwehr, die Wittlicher Polizei und viele, viele andere mehr, die im Vorfeld mitgeholfen haben, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und das große Echo, das will ich nutzen als natürlich Ermutigung dafür, dass wir weitermachen, dass wir weiterhin natürlich ja, hier versuchen, Einklang mit den geltenden Bestimmungen hier auch Dinge wie die Motorradwallfahrt zu ermöglichen, um auch in dieser schwierigen Zeit ja, den Menschen zur Seite zu stehen, dieser schwierigen Zeit das Wort Gottes zu verkünden, um in dieser schwierigen Zeit auch Impulse zu setzen. Vielleicht manchmal etwas andere Impulse, als sie normalerweise zu hören sind, aber immer Impulse, die Impulse der Hoffnung sein sollen, Impulse, die Mut machen. Momentan bin ich immer noch etwas erschöpft und kaputt, aber ermutigt. Mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft können wir immer wieder Mut schöpfen und Gott macht auch Dinge wie gestern immer wieder möglich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.